Willkommen zum Saugroboter-Test des Roomba 976 von iRobot. Egal ob Saugleistung, Navigation, Hinderniserkennung oder alle anderen Funktionen, in den nächsten Minuten nehmen wir den Saugroboter ganz genau unter die Lupe. Zuerst sehen wir uns den Lieferumfang an. Und der fällt nicht gerade üppig aus. Zusätzlich zum einsatzbereiten Roboter sind im Karton nur die Ladestation samt Netzteil sowie Gebrauchsanweisungen enthalten. Wir fahren mit den technischen Daten fort. An der Oberseite hat der Roomba 976 einen optischen Sensor, der zur Navigation und Kartenerstellung dient. Hier haben wir die drei Tasten Home, Clean und Spot. Wird der Home-Button gedrückt, dockt der Roomba 976 an seine Ladestation an. Wird der Clean-Button betätigt, fährt er von der Ladestation weg und beginnt zu reinigen. Und die Spot-Taste aktiviert die Spot-Reinigung, bei der Saugroboter einen kleineren Bereich mit kreisenden Bewegungen besonders intensiv reinigt. Damit der Roboter einfach getragen werden kann, gibt es einen Griff. Dieser Sensor dient zur Kommunikation mit der Ladestation und vorne ist ein nachgiebiger Bumper, in dem sich verschiedene Sensoren befinden. Jetzt haben wir gerade gesehen, wie der Schmutzbehälter entnommen und geöffnet wird und hier unter einer separaten Klappe befindet sich der Filter. Das Entleeren des Staubbehälters ist sehr einfach und man macht sich dabei nicht schmutzig. Wir drehen den Roomba 976 kurz um und sehen hier die Seitenbürste, die Ladekontakte, den Bodensensor, die Abgrundsensoren, die beiden Räder und die Laufrolle. Die beiden Hauptbürsten sind verfilzungsfrei, da sie aus Gummi und ohne Borsten sind. Man kann sie ganz einfach entnehmen, um sie zu reinigen und direkt darunter geht es zum Saugkanal. Die Lautstärke beim Saugen hat sich bei unserer Messung meist in einem Bereich von 70 bis 71 Dezibel bewegt. Nun soll der Roomba 976 zeigen, was er in Sachen Navigation und Hinderniserkennung bieten kann. Damit ihr euch ein genaues Bild von der Fahrweise verschaffen könnt, haben wir Sägespäne verstreut und den Roboter losgeschickt. Er beginnt den Raum in geraden Bahnen von Seite zu reinigen. Wir sehen also, dass er nicht chaotisch durch den Raum fährt, sondern durchaus ein durchdachtes Reinigungsprinzip anwendet. Dazu ist er durch seinen optischen Sensor in der Lage, mit dem er die Räumlichkeiten vermisst und auch kartiert. Diese Karte könnt ihr auch als Bericht nach jeder Reinigung einsehen. Man kann aber nicht direkt damit arbeiten oder dem Roboter darüber Befehle geben. Wenn der Roboter, wie jetzt schon mehrmals zu sehen, nochmal zurückfährt und erneut über eine Stelle sorgt, wurde die sogenannte Dirty Tag Technologie aktiviert. Dann konnten seine Sensoren eine erhöhte Schmutzkonzentration feststellen und der Roomba reinigt den betroffenen Bereich intensiver. Hier sehen wir noch einmal eine Nahaufnahme davon, wie der Roomba die Situation unter dem Tisch gemeistert hat. Bei einem neuerlichen Saugdurchgang sorgt der Roomba 976 für mehr Gründlichkeit in einer anderen Richtung. Nach rund 25 Minuten ist er dann in seine Ladestation zurückgekehrt und hat die Aufgabe so für beendet erklärt. Das endgültige Resultat ist zwar nicht perfekt ausgefallen, hat uns aber schon sehr gut gefallen und auch die Fahrweise hat uns überzeugt. Auf der Fläche sind nur ein paar vereinzelte Sägespäne zurückgeblieben. Etwas mehr war hingegen noch unter dem Tisch sowie unter den Sesseln zu finden. Obwohl der Roomba 976 seine Umgebung kartiert, kann mit diesen Karten nicht gearbeitet werden. Es können also auch keine Sperrzonen direkt darin erstellt werden. Um Sperrzonen zu generieren, ist separates Zubehör erforderlich. Hier haben wir ein solches Modul, eine sogenannte Dual Mode Virtual Wall Barriere, platziert. In der kreisförmigen Einstellung erzeugt sie eine runde Absperrung mit einem Durchmesser von 1,2 Metern.
Durch die Sägespäne sehen wir, dass der Roboter diesen Bereich auch wirklich nicht befährt. Hier haben wir ebenfalls die kreisförmige Barriere platziert und zur besseren Vorstellung auch visualisiert. Per Schieberegler kann zur Wandeinstellung gewechselt werden, dann wird der Roboter durch eine virtuelle 3 Meter lange Wand an der Weiterfahrt gehindert. Nun sehen wir uns an, wie der Roomba 976 mit Hindernissen zurechtkommt. Der Türstopper wurde direkt touchiert, ebenso wie gleich die Wasserflasche. Es handelt sich aber nicht um feste Zusammenstöße durch den nachgiebigen Bumper an der Vorderseite. Dennoch sehen wir hier Optimierungsbedarf. Der Teppich hatte Glück im Unglück, er wird nur verschoben und nicht mitgezerrt. Als nächstes ist wieder die Flasche an der Reihe, sie wird nun vom Roboter umgeschmissen. Und das Ladekabel hat sich verheddert. Utensilien, die sich verheddern können, wie eben das Ladekabel, sollten nicht am Boden liegen, wenn der Roboter fährt. Andernfalls muss man damit rechnen, dass man es, wie hier gezeigt, selbst entfernen muss. Bis zu 2 cm hohe Hürden stellen für den Roomba 976 kein Hindernis dar. Bei 2,5 cm sieht das schon anders aus. Das Gerät selbst ist 9,1 cm hoch, unseren 9,5 cm hohen Zwischenraum kann es also problemlos unterfahren, bei 9 cm kommt es hingegen nicht mehr darunter. Nun seht ihr, wozu die Abgrundsensoren dienen. Erkennt der Roboter vor ihm einen Abgrund, dreht er rechtzeitig um. Man kann ihn also problemlos im Bereich einer Treppe oder Galerie sorgen lassen, ohne dass es irgendeinen Grund zur Sorge gibt. Mit einer Untergrunderkennung samt automatischer Erhöhung der Sorgleistung kann der Sorgroboter übrigens nicht punkten. Er sorgt immer gleich stark. Im folgenden Abschnitt seht ihr, wie wir die Sorgleistung auf Hartboden und Kurzflurteppich getestet haben. Wir beginnen mit 50 Gramm Kaffeebohnen auf Hartboden, unser Testbereich ist einen Quadratmeter groß und der Roboter hat immer 5 Minuten Zeit. Wir wollen anmerken, dass der Roboter die Kaffeebohnen mit seinen Gummiwalzen ziemlich fest gegen den Boden drückt. Auf empfindlichen Böden könnte das zu Kratzern führen. Die vollen 5 Minuten hat der Roomba hier gar nicht in Anspruch genommen. Schon nach rund 4 Minuten erklären seine Schmutzsensoren die Fläche für sauber. In den Ecken und entlang der Kanten gibt es, wie wir hier sehen, aber noch deutliche Rückstände. Insgesamt hat der Roomba 976 94% aufgesaugt. Nun verschmutzen wir die Fläche mit Leinsamen. Der mittlere Bereich unserer Testfläche scheint ziemlich schnell sauber zu werden. Es zeigt sich, dass der Roomba 976 scheinbar nicht in der Lage ist, Ecken und Kanten zuverlässig vom Schmutz zu befreien. Wir haben ja bereits mehrere iRobot-Modelle getestet und müssen feststellen, dass der Roomba E5 sowie der Roomba 698 mit diesen Gegebenheiten besser klarkommen. Der 976 hat hier jedenfalls 92% der Verunreinigung mitgenommen. Als nächstes kommt Sand. Der Roboter startet direkt mit der DirtyTag-Technologie und sorgt dadurch besonders gründlich. Natürlich wird der Sand durch die Seitenbürste, aber auch immer wieder auf Stellen geschleudert, die eigentlich schon rein waren. Der Roboter hat hier schon wieder nach rund 4 Minuten aufgehört zu sorgen, wobei die Fläche sehr schön geworden ist, Ränder und Ecken aber wieder verschmutzt bleiben. Außerdem ist ein dunkler schwarzer Sandfleck zurückgeblieben. Aufgesaugt wurden dadurch nur 80%. Wir schauen nun, wie der Roomba mit langen Haaren zurechtkommt. Hier gefällt uns die Performance des Roomba 976 sehr gut. Schon nach knapp 2 Minuten hat er alle Haare beseitigt. Außerdem kann positiv hervorgehoben werden, dass sich zwar auch hier die langen Haare um die Bürsten wickeln, wie bei fast allen Saugrobotern, dadurch, dass diese keine Borsten haben, können die Haare aber ganz einfach wieder abgezogen werden. Hier besteht also kein großer Reinigungsaufwand. Das Ganze testen wir jetzt auch noch mit Tierhaaren. Schon in der ersten Minute ist der Großteil der Tierhaare verschwunden. Der Roboter hat, wie man hier sieht, keine Mühe, sie aufzunehmen. Als wir ganz genau hingeblickt haben, haben wir zwar auch nach Ablauf der 5 Minuten noch ganz wenige einzelne Härchen auf der Fläche gefunden, doch wir sind uns sicher, dass der Roomba mit dieser Leistung eine großartige Unterstützung bei der Hausarbeit ist. Abschließend hat uns noch interessiert, ob der Saugroboter Katzenstreu aufnehmen kann. Die Antwort lautet ja.
Beim Sorgen hat er wirklich eine gute Figur gemacht und es blieben so gut wie keine Körnchen auf der Fläche zurück. Allerdings waren unsere schwarzen Fliesen danach sehr staubig und wir mussten im Anschluss feucht durchwischen. Daher würden wir den Roboter trotzdem nicht dafür empfehlen. Nun wiederholen wir die Tests auf Kurzflorteppich und wir starten natürlich wieder mit den Kaffeebohnen. Der Teppich scheint dem Sorgroboter keine Probleme zu bereiten und so kann er die Kaffeebohnen zuverlässig aufnehmen. Es bleibt sogar nur 1 Gramm an Kaffeebohnen liegen und das verteilt sich auf alle 4 Ecken. Die 49 aufgesaugten Gramm entsprechen 98%. Auf den Kaffeebohnentest folgen 50 Gramm Leinsamen. Die kleinen Leinsamen werden von der Seitenbürste immer wieder verteilt, doch der Sorgroboter kennt keine Gnade und räumt Bahn für Bahn auf. Das Ergebnis auf der Fläche kann sich sehen lassen. Ecken und Kanten haben uns nach Verstreichen der 5 Minuten aber noch etwas bräunlich entgegengeleuchtet. Nichtsdestotrotz sind nur 4 Gramm liegen geblieben, das heißt 92% der gesamten Verunreinigung wurden beseitigt. Weiter geht's mit 50 Gramm Sand. Da die Sandkörnchen natürlich zwischen die Teppichfasern rutschen, handelt es sich hier nicht gerade um eine leichte Aufgabe. Auf dem Großteil der Fläche macht der Sorgroboter eine gute Figur. Entlang der Ränder wendet er aber leider wieder nicht seine spezielle Technik für die Kantenreinigung an, bei der er sich der Kante immer wieder zuwendet und sich wieder von ihr wegdreht. Dadurch bleibt hier auch einiges an Sand liegen. Um genau zu sein, wurden 39 Gramm, also 78%, aufgesaugt. Jetzt verteilen wir lange Haare. Hier sehen wir den Roomba wieder im Schnelldurchlauf bei der Arbeit. Es hat nur knapp 2 Minuten gedauert und schon ist der Teppich enttarrt. Eine der beiden Hauptbürsten war wieder stark umwickelt, doch glücklicherweise sind die Haare bei diesem Roboter sehr leicht zu entfernen. Es folgen die Tierhaare. Wer es leid ist, jeden Tag hinter seinen Haustieren herzuputzen, um die Auswirkungen deren Haarverlustes einzudämmen, sollte sich definitiv einen Sorgroboter zulegen. In unserem Test hatte der Roomba 976 bereits nach 4 Minuten alle Tierhaare vom Teppich entfernt. Auch einen Blick in die iRobot Home App wollen wir euch nicht vorenthalten. Und so funktioniert die Verbindung. Öffnet die App und wählt zweimal Roomba aus, richtet Ladestation, Roboter und WLAN-Kennwort her und gebt die WLAN-Informationen ein. Nun platziert die Ladestation und benennt euren Roboter. Drückt nun gleichzeitig die Spot- und die Home-Taste, bis ein akustisches Signal ertönt. Wechselt nun zu den Einstellungen und wählt das Roomba-Netzwerk aus. Bis die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, kann es nun einen Moment dauern. Nun gibt euch die App noch einige Informationen. Und schon ist der Roomba 976 einsatzbereit. Wir scrollen nun einmal durch die App. Hier geht es zu den Zeitplänen.
Das ist die bequemste Art und Weise, den Sorgroboter zu nutzen, denn wenn ihr Zeitpläne zu bestimmten Uhrzeiten an bestimmten Wochentagen erstellt, müsst ihr im Alltag nicht mehr daran denken, den Roboter manuell zu starten. Ganz unten gelangt ihr zu den Robotereinstellungen. Hier können verschiedene Reinigungseinstellungen getroffen werden, wie etwa die Anzahl der Reinigungsdurchgänge oder ob bei vollem Auffangbehälter weitergesaugt werden soll oder nicht und ob die Kantenreinigung aus- oder eingeschaltet sein soll. In der App gibt es dann auch noch den Verlauf, wobei so ein Reinigungsbericht mit Karte folgendermaßen aussieht. Und schon sind wir am Ende, nämlich bei unserem Fazit angelangt. Wir rechnen den Roomba 976 von iRobot hoch an, dass er seine Umgebung scannt und dadurch auch eine durchdachte Navigation an den Tag legt. Den Großteil der Wohnfläche wird er zuverlässig sorgen. Allerdings kommt es bei diesem Modell doch zu Problemen, was die Reinigung von Ecken und Kanten angeht. Und zu unserer Überraschung hat der Roomba 976 etwas schlechter abgeschnitten als sein Vorgänger, der Roomba 981. Der ist aber auch ein bisschen teurer. In unserem Test geht der Roomba 976 daher nicht als Spitzenreiter hervor, aber doch als solider Saugroboter für ein relativ kleines Budget.